Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Am vergangenen Samstag musste der FSV Frankfurt die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen. Gegen den Nachwuchs der TSG Hoffenheim hieß es am Ende 2:1 für die Greichgauer. Die Mannen von Cheftrainer Tim Görner haben den Blick aber bereits wieder nach vorne gerichtet und sich für das kommende Auswärtsspiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz viel vorgenommen. Dazu Abwehrspieler Noel Knote nach dem Spiel. Auf jeden Fall, ja. Also wir spielen gegen den Tabellenletzten. Ich glaube, da müssen wir was mitnehmen. Da müssen wir eigentlich auch die 3 Punkte auswärts einfahren. Ich denke, wenn wir einfach weiter hart arbeiten, alles reinhauen, dann werden wir auch irgendwann für den Effort belohnt werden. Und bin da sehr zuversichtlich. Die Koblenzer konnten in dieser Saison bislang nur einen Sieg verbuchen und stehen damit am Tabellenende der Regionalliga Südwest. Die Bilanz gegen den FSV hat es allerdings in sich. 5-mal trafen beide Mannschaften bisher aufeinander. Noch nie konnten die Schwarz-Blauen ein Spiel für sich entscheiden. 3 Niederlagen stehen 2 Unentschieden gegenüber. Geleitet wird die Partie von Luigi Satriano mit seinen Assistenten Gums und Baran. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zu den Spielen gegen Hoffenheim und Koblenz findet ihr auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. FSV-Hauptsponsor Giga Green stellt sich vor. Giga Green ist ein Anbieter, der ganzheitlich Energielösungen für Unternehmen schafft. Um welches Konzept es sich dabei handelt und wie und warum es zum Engagement beim FSV Frankfurt gekommen ist, erläutern die beiden Giga Green Geschäftsführer in einem ausführlichen Interview auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FSV Frankfurt. Funkstätter, die Biermacher. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist dieses Wochenende wieder im Einsatz. Für die U14 und U15 des FSV geht es am Samstag auswärts zum VfB Stuttgart bzw. zum 1. FC Kaiserslautern, während die U17 der Schwarz-Blauen die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz zu Hause empfängt. Am Sonntag gastiert die U19 des FSV beim KSV Hessen-Kassel und die U16 trifft im Derby auf heimischem Rasen auf die Kickers aus Offenbach. Alle weiteren Termine und Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.